Landwirt Ernst Sauer kann immer noch nicht glauben, dass er gestern Abend ein Leben gerettet hat. Genau hier, wo heute nur noch ein Rinnsal fließt. Das Hochwasser war ungefähr hier auf der Straße noch mehr wie einen halben Meter. Und da habe ich im letzten Moment bloß die Frau über den Kopf gesehen. Habe ich gedacht, das wäre ein Film. Und wo ich näher kam, habe ich gesehen, dass das die Maya war. Und jetzt wusste ich nicht selber, was ich machen sollte, weil das Wasser so hoch war, weil ich selber nicht so fest auf der Füße bin. Die Frontleiterschippe war ja schon halb voll mit Wasser, ich konnte es aber nicht anders machen. Und hat die Frau von dem Pfahl weggezogen und hat sie in die Frontleiterschippe reingelegt. Und bin dann Richtung Gotthard zur Gaststätte Juli gefahren. Der Frau geht es gut, sie blieb trotz allem unverletzt. Landunter, gestern auch in Homberg-Efze. Innerhalb von 2 Stunden wird aus dem Bach Efze ein reißender Strom. Garagen und Keller stehen unter Wasser. Land- und Kreisstraßen sind überflutet. Die ausgetrockneten Böden, wie hier im Homberger Ortsteil Lendorf, können die Wassermengen gar nicht aufnehmen. Ich komme auf den Hof, ich denke, das rauscht ja so. Auf einmal sehe ich, dass hier unten das alles Wasser ist. Der Bach, der vielleicht sonst 80 cm breit ist, ist ein reißender Fluss. Das war schon heftig, ja. Also so schlimm haben wir es nur eigentlich noch nie gehabt. Und so mit dem Regen, das haben wir noch nie gesehen. Im 5 Kilometer entfernten Roppershain setzt ein Blitz einen Bauernhof in Flammen. Menschen werden dabei zum Glück nicht verletzt. Der Landwirt kann gemeinsam mit der Feuerwehr 90 Schweine und 15 Rinder vor dem Feuer retten. Ein weiterer Blitz trifft im Ortsteil Welferode den Dachstuhl eines Einfamilienhauses und setzt ihn in Brand. Auch hier gibt es keine Verletzten, der Sachschaden liegt allerdings bei rund 150.000 Euro. Die Feuerwehr in Hof Bieber in der Rhön muss wegen des Unwetters ebenfalls ausrücken, um Keller auszupumpen und Straßen abzusichern. In Nord- und Osthessen sind rund 200 Feuerwehrleute bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Mittlerweile hat sich die Lage wieder entspannt. Und nun wird's hier eine Nummer größer, denn alte Autos kommen in die Schrottpresse. Alten Häusern rückt man mit der Abrissbirne zu Leibe. Aber was machen Sie mit einem alten Atomkraftwerk? Eine Frage, die sich jetzt stellt, in Biblis. Denn der Bundestag hat heute endgültig den Atomausstieg beschlossen. Falls Biblis nicht noch als Kaltreserve in Warteposition geht, haben wir dann nun ein Atomkraftwerk in Südhessen, das keiner mehr braucht. Und mit dem muss dann etwas passieren. Das Ende eines Kernkraftwerks. Stendal bei Magdeburg ging nie ans Netz. Hier fand nie eine nukleare Reaktion statt. Die Ruine strahlt nicht. Anders in Biblis, hier ist der sogenannte Rückbau erheblich komplizierter. Atomexperte Matthias Steinhoff vom Öko-Institut Darmstadt meint, der Aufwand für den sogenannten Rückbau wäre immens. Und der Rückbau muss auch so durchgeführt werden, dass zukünftige Generationen das Gelände später uneingeschränkt nutzen können. Denn wir müssen davon ausgehen, dass zukünftige Generationen nicht mehr wissen, dass sich dort einmal ein Kernkraftwerk befunden hat. Das heißt, alle radioaktiven Stoffe, aber auch konventionelle Altlasten auf dem Gelände müssen entfernt werden. Hier stand einst ein Kernkraftwerk, Bayern bei Landshut. Wo heute Kühe grasen, stand früher das Kernkraftwerk Niedereichbach. So sah es aus und machte von Anfang an Probleme. Und so wurde es als erstes in Europa rückgebaut. Ein kompliziertes Projekt. Rohre, Türen, alles musste überprüft werden, denn so manche Innerei des Kraftwerks strahlte. Womöglich schweißte man in Handarbeit, doch teils war die Strahlung für den Menschen zu hoch. Man konstruierte eigens einen Roboter für den Abbau. Das Verfahren ist erprobt und inzwischen moderner geworden. Per Fernbedienung am Computer werden zurzeit unter Wasser die hochradioaktiven Teile der alten DDR-Kernkraftwerke zerlegt. Strahlensicher verpackt kommen sie dann in ein Zwischenlager. Das Kraftwerk wird von außen nach innen abgebaut. Akribisch, Stück für Stück, vorsichtig und langsam. Die Kosten gehen in die Milliarden. Ein solcher jahrelanger Prozess könnte auch in Biblis bevorstehen. Die südhessischen Unternehmer hoffen auf den Abbau als Wirtschaftskraftwerk. Im Gegenteil, es ist nicht weniger, sondern der Rückbau heißt, es kommen mehr Fremdfirmen, wir brauchen mehr Personal, um dort alles zu managen. Und das heißt, dass etwa doppelt so viele Leute im Kraftwerk arbeiten werden über diese Zeit als bisher. Und insofern ist es nicht weniger, sondern eher mehr für die Unternehmen.
Auch das Know-how der Biblis-Mitarbeiter über ihr Kraftwerk wäre gefragt, ihre Jobs wohl erstmal sicher. Allerdings, so die Bürgermeisterin von Biblis, seien einige Jahre Rückbau kaum ein Trost für jüngere Mitarbeiter. Da stecken also oft dann Schicksale dahinter. Beispielsweise kenne ich einen Fall, der ist hierher gezogen, hat sich hier ein Haus gekauft und 8 Tage später kam die Botschaft, Ausstieg, und zwar sofort. Das ist natürlich bitter. RWE will sich zur Rückbaudebatte nicht äußern. Verdi bringt sich dagegen schon gegen den Energieriesen in Stellung. Wir erwarten vom Arbeitgeber, dass hier keine Denkverbote bestehen, sondern dass wir in der Tat gemeinsam schauen, ob wir bei Regionalversorgungsunternehmen, bei dem die RWE beteiligt ist, Alternativarbeitsplätze für die jüngeren Beschäftigten auch anbieten können. 15 bis 20 Jahre könnte der Rückbau dauern. Dann wäre hier nichts mehr zu sehen von der atomaren Vergangenheit in Biblis. Und zum endgültigen Abschied von der Kernenergie haben auch die Kollegen von der Internetredaktion einiges zusammengetragen. Auf unserer Seite im Internet. Dort können Sie auch sehen, wie die Debatte im Bundestag lief. Alles zu finden, wie gewohnt, unter hessenschau.de. Strom ohne Atom, da müssen jetzt die Alternativen her. Der Wind bläst vom Meer und da an der Küste entsteht ja auch der Windstrom. Er muss aber ins Land hinein, über kilometerlange Stromtrassen, die auch durch Nordhessen führen. Wir alle brauchen Strom, aber keiner will Hochspannungsleitungen vor seiner Haustür. Bund und Länder wollen aber und müssen nun auch den Ausbau der Leitungen voranbringen, um den sauberen Strom zu verteilen. Aus Berlin kommt da nun ein, wie soll man das nennen, unmoralisches Angebot. Dort hat man sich gedacht, die Zustimmung der Gemeinden zu den Stromleitungen zu kaufen. Bislang war es nur ein Gerücht, doch seit gut einer Woche weiß Thomas Baumann, Bürgermeister von Ludwigsau, Bescheid. Er soll ein Geschenk bekommen. Für 21 Kilometer der neuen 380 Kilovolt Stromtrasse, die durch seine Gemeinde verlaufen soll. Der Bund sagt, bis zu 40.000 Euro pro Kilometer soll es geben. Das wären 840.000 Euro. Großzügig, oder? Also erstmal sind Kommunen gänzlich unbestechlich. Sicherlich, wenn mir das angeboten wird und ich kann mich anderweitig nicht entziehen, dann werde ich es annehmen und ich werde sogar auch Danke dafür sagen. Aber es bleibt ein sehr schaler Beigeschmack und kommunale Entscheidungen mit Geld. Ich glaube, da wollen wir in Deutschland nicht mit anfangen und so tief kann man eigentlich nicht sinken. Hier steht es im Gesetzentwurf zur Beschleunigung des Netzausbaus. Zitat, die vorgesehene Ausgleichszahlung von 40.000 Euro pro Kilometer Leitung erhöht die Investitionen um ca. 4%. Die für die Netzbetreiber aufkommenden Gebühren fließen in die Preiskalkulation und damit in die Netzentgelte ein. Im Klartext, die geplanten rund 190 Kilometer Überlandleitung würden maximal 7,6 Millionen Euro mehr kosten. Geld, um dem Protest der Gemeinden entgegenzuwirken. Die Strategie, das Geld kommt erstmal vom Netzbetreiber TNET. Laut Gesetzentwurf darf der die Kosten an die Stromkonzerne weitergeben. Und die wiederum holen die Kosten durch den Strompreis wieder rein. Letztendlich bezahlen wir alle, die Stromkunden. Für Georg Lüttke, der mit seiner Kommune Alheim mit einem Kilometer Trasse betroffen wäre, blanker Hoch. Es ist ganz einfach eine Mogelpackung und ich glaube, ich will mich in der Tiefe damit nicht beschäftigen. Es bezahlt der Kunde so oder so. Und das ist unseriös. Eindeutige Reaktion der Betroffenen. Doch was sagen die Verantwortlichen dazu? Das Bundeswirtschaftsministerium möchte, Zitat, zu solchen Einzelheiten keine Auskunft geben. Eine Stellungnahme bekommen wir allerdings von Hessens Wirtschaftsminister Dieter Posch. Ich habe Bürgermeister gerade heute in der Weise vernommen, dass sie gesagt haben, das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass die Ängste der Menschen berücksichtigt werden, die bei Freileitungen sagen, ist das nicht etwas zu gefährlich für uns? Ängste, die auch Bürgermeister Friedhelm Junghans kennt. Wenn er überhaupt Ausgleichszahlung akzeptierte, dann würde er das Geld ganz gezielt einsetzen wollen. Man muss auch überlegen, ob wir diese Entschädigungszahlung nicht denjenigen Bürgern geben müsste, die massive Einschränkungen haben, zum Beispiel wenn Siedlungsabstände nicht eingehalten werden. Weil dann gibt es Wertminderungen für diese Häuser und dann, denke ich, müsste das Geld auch den Betroffenen zur Verfügung gestellt werden. Der Gesetzentwurf soll mit anderen Gesetzen zur Energiewende am 8. Juli vom Bundesrat beschlossen werden. Der Aufschwung am hessischen Arbeitsmarkt verliert an Tempo. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Martin Wissing.
Zwar sank die Zahl der Arbeitslosen auch im Juni, so die Frankfurter Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, doch der Rückgang fiel deutlich schwächer aus als sonst in diesem Monat. So waren im Juni insgesamt 181.258 Hessen ohne Arbeit. Damit liegt die Arbeitslosenquote bei 5,8% und bleibt damit unverändert zum Mai. Verglichen mit dem Vorjahr ist die Quote jedoch gesunken. Im Juni 2010 hatte sie bei 6,3% gelegen. Wegen guter Auslastung kehrt das Offenbacher Werk des Druckmaschinenherstellers Mann Roland nach 3 Jahren Kurzarbeit zur Normalbeschäftigung zurück. Die etwa 2000 Beschäftigten sollen ab morgen wieder regulär arbeiten, so das Unternehmen. Trotzdem hält Mann Roland an der bis Ende 2012 geplanten Personalreduzierung in Offenbach auf 1600 Mitarbeiter fest. Die Gesundheitsminister der Länder haben sich heute in Frankfurt auf eine Neuregelung der Modalitäten zur Organspende geeinigt. Sie sprachen sich einstimmig für die sogenannte